Ja, schön, dass ich euch heute wieder auf meinem Kanal begrüßen kann. Es wird heute ein Review einer besonderen Art. Es hat nämlich ein neu auf den Markt kommender Hersteller mir diese Smart Kamera für einen Test angeboten und der kommt jetzt. Ja, ein relativ unbekannter neuer Anbieter von Kameratechnik stellt mir dieses Exemplar, eine Arzaton Smart Kamera, zur Verfügung. Und jetzt schauen wir uns, bevor wir sie auspacken, zunächst erst einmal ganz aufmerksam die Verpackung an. Hier seht ihr, sind einige Features bereits angedeutet. Wir haben eine 1080p Ultra HD Kamera. Wir haben vermutlich ein Zwei-Wege-Audio. Wir haben eine Bewegungs- und Geräuscherkennung. Also eignet sich diese Kamera vermutlich auch für Überwachungsaufgaben. Hier dann sehr ausführlich, zwar in kleiner Schrift, und detailliert die technischen Daten. Hier wird darauf hingewiesen, dass das Produkt in Deutschland entworfen ist, in China aber hergestellt wird. Und auf der anderen Seite findet man nochmal drei dieser Piktogramme, die darauf hindeuten, dass auch eine Infrarot-Nachtsichtmöglichkeit vorhanden ist, dass man auf der Cloud speichern kann und dass man auch eine App auf einem Smartphone zur Überwachung nutzen kann. Ja, dass es jungfräulich ist, seht ihr hier. Ich muss das Siegel brechen und jetzt bin ich gespannt, was wir aus dem kleinen Kistchen herausholen können. Mal, dann sehen wir schon das Objekt der Begierde. Zunächst, das kommt aus dem Schächtelchen heraus. Hier ist nochmal ein kleines, das schauen wir uns gleich an. Dahinter verbirgt sich die Kamera und mitgeliefert wird auch gleich eine Micro-SD-Karte mit der Größe 32 GB. Eine Bedienungsanleitung ist natürlich wie immer auch dabei. Schauen wir mal nach. Schnellstartanleitung, das ist ja gleich schon absolut in Deutsch. Hier seht ihr, gibt es eine Faltkarte, die die Inbetriebnahme dieser Kamera euch erleichtern soll. Schauen wir uns mal die Speicherkarte an. Die ist dann gleich mit dem Label des Kameraherstellers gelabelt. 32 GB, das ist schon nicht schlecht. Damit bleibt die Kamera sofort einsatzfähig. Ja, hier, das ist die Kamera. Schauen wir uns die mal ganz kurz an. Hier hinten die Rückseite ist ja eigentlich alles selbsterklärend und gut zu erkennen. Hier hat man also einen USB-Anschluss, hier hat man einen Micro-USB-Anschluss, hier hat man einen Kartenschacht für eine Micro-SD. Das ist die Öffnung für den Lautsprecher. Hier vorne sehen wir die Kamera selbst. Schauen wir mal auf den Boden. Das ist immer ganz toll wichtig. Zunächst erstmal eine korrekte CE-Zertifikation und deren Kennzeichnung auf dem Gehäuse. Alles andere könnt ihr hier ablesen. Interessant, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Hier steht entworfen in Deutschland. Schauen wir uns jetzt nochmal den Inhalt dieses kleinen Kästchen an. Es ist keine Blackbox, sondern es ist eine Whitebox. Das kommt also aus dem Schächtelchen raus. Das ist natürlich kein Zubehör. Das ist ein USB-Kabel. Hier ein Steckernetzteil. Das ist eine Klebemanschette, damit man die Kamera auch befestigen kann. Und das ist eine Metallplatte, an der diese Kamera dann befestigt werden kann. Schauen wir uns nochmal die Spezifikation des Netzteiles an. Auch vorbildlich gekennzeichnet ist ein Steckerladenetzteil mit einem Maximum von 1 Ampere und
5 Watt, also 5 Volt. Hier unten ist der Anschluss zu sehen. Vielleicht zur Kamera nochmal selbst. Das hier vorne ist nicht etwa eine Status-LED, das ist nämlich das Mikrofon. Die Status-LED befindet sich hier auf der Rückseite, so dass sie nicht optisch sofort ins Bild fällt, wenn man das Ding sieht. Ja, interessant ist auch die Halterung der Kamera. Zunächst könnte man denken, sie dreht sich hier nur auf diesen Drehteller. Diesen Drehteller könnt ihr hier also aufklappen, ja, hier gut zu sehen. Aber man kann die Kamera dann auch bezüglich der Vorderlinse auf Anstellwinkel letztendlich einstellen. Aber das ist eine geschickte Lösung, finde ich. Entweder so oder rausgeklappt, je nachdem, was die Aufnahmesituation für eine Stellung erfordert. Hier hat man also dann auch die Möglichkeit, in das Setup zu gehen. Das wird also auch die Möglichkeit für das Rücksetzen der Kamera sein. Ja, ich stelle euch jetzt kurz die Zarton ab vor. Das ist eine ab, die zum Steuern dieser Kamera dient. Ihr seht, ich habe ein Konto eingerichtet. Das muss man tun, sonst funktioniert es nicht. Und ihr seht, dass ich auch mit der aktuellen Firmware-Version arbeite. Man kann die sich aus dem Play Store runterladen. Zunächst kommt man in diese Grundoberfläche. Man sieht, ich habe hier eine Kamera bereits konfiguriert. Man kann über dieses Pluszeichen hier eine weitere Kamera hinzufügen. Das machen wir jetzt nicht. Das ist alles viel besser erklärt bei dem Assistenten. Wir konzentrieren uns jetzt mehr auf die Eigenschaften dieser App. Jetzt durch einfaches Antippen dieser Kamera müssten wir uns jetzt in die Live-Ansicht der Kamera einblenden können. Das ist auch der Fall. Ich habe ja verschiedene Dinge schon ausprobiert. Jetzt steht sie hier frühmorgens letztendlich auf meiner Terrasse. Wenn man mal sieht, was hier alles für Möglichkeiten bestehen, das ist sehr reichhaltig. Zunächst gehen wir erstmal in die Einstellungen der Kamera. Die Geräteeinstellungen, hier kann man konfigurieren, wie man den Alarm konfigurieren will, welchen Alarm man konfigurieren will, in zu welcher Zeit der Alarm möglich sein soll. Hier kann man konfigurieren, ob man eine Push-Nachricht auf das Smartphone haben will oder nicht. Das ist eine Geschichte, da kann man das Video- und Speichermanagement beeinflussen. Momentan kann ich hier nicht auf einer Cloud speichern. Ich zeichne jetzt nur dann auf, wenn auch eine Bewegung erkannt worden ist. Natürlich muss ich dazu eine SD-Karte einlegen, eine Micro-SD-Karte einlegen und die vorher formatieren. Die Grundeinstellung, hier seht ihr, ich habe jetzt die Nachtsicht automatisch gewählt. Ich habe das Ein- und Ausschalten des Infrarotlichtes auch ermöglicht. Hier kann man das Bild noch auf den Kopf stellen. Das Zeitlogo kann man einblenden oder nicht. Und die Logomarke kann man auch einblenden oder nicht. Die Erkennungseinstellungen, die sind natürlich wichtig. Schauen wir uns mal, ob es überhaupt auch eine Zone gibt. Ich habe jetzt die Empfindlichkeitskontrolle auf niedrig eingestellt, aber der sogenannte Erkennungsbereich, das ist die Zone, die ich konfigurieren kann, die also für die Bewegungen, die einen Alarm auslösen, verantwortlich sein soll. Ich habe das also hier eingeschränkt, nur der Gang auf die Terrasse, alles andere habe ich jetzt hier nicht ermöglicht. Das ist was Wichtiges, das sollte man tun, damit man nicht durch Blätterrauschen ständig Alarme bekommt. Hier kann man also noch andere Alarme einstellen, die habe ich nicht getestet und ich habe den Alarm auf den ganzen Tag konzentriert. Das ist dann schon das Wesentliche, was man sagen kann dazu. Und jetzt schauen wir uns einfach mal in dem Live-Bild um. Das kann man nämlich auch vergrößern, indem man jetzt hier auf Vergrößerung geht. Und das seht ihr, ich habe das Live-Bild, wenn ich das jetzt hier berühre, dann seht ihr, dass ich hier noch weitere Möglichkeiten habe. Ich kann mich also mit demjenigen, der vor der Kamera steht, über das Mikrofon unterhalten. Ich kann jetzt auch hier eine Aufnahme auslösen und ich kann auch eine Fotografie auslösen. Hier oben kann man die Auflösung des Bildes umstellen.
Ich arbeite jetzt im 1080p-Mode. Wenn man das Bild berührt, dann kann man auch zoomen. Durch Doppelklick kann man dann wieder in die Normaleinstellung zurückgehen. Jetzt sehen wir hier noch verschiedene andere Geschichten. Man kann natürlich jetzt auch ein Foto auslösen. Ich könnte ein Video aufzeichnen. Das wird dann auf dem Smartphone aufgezeichnet. Ich könnte hier das Mikrofon wieder benutzen und ich könnte stumm schalten. Wichtig ist natürlich, was passiert hier unten. Das, was ich jetzt gemacht habe, landet dann alles in dem Fotoalbum, was man letztendlich aufrufen kann. Das ist aufgezeichnet, nicht auf der SD-Karte, sondern das sind alle Aufzeichnungen, die man auf dem Handy hat. Interessant ist, dass man hier auch eine Zeitraffer-Geschichte hat. Blende ich euch jetzt mal als Video ein. Ich habe also auch eine Zeitrafferaufnahme gemacht. Da kann man diese Wolkenbewegung gut sehen. Ja, gehen wir jetzt in den Alarm. Hier unten seht ihr dieses kleine Ding hier, dieses Drehding. Da gehen wir drauf und dann müssten jetzt alle Alarme, die ich noch nicht gelöscht habe, auf den unteren Teil erscheinen. Und ihr seht hier in dieser Zeitleiste, dass also nicht kontinuierlich aufgezeichnet wird, sondern dass nur bei Bewegung aufgezeichnet wird. Das sind die hellgrauen Dinge, die ihr hier seht. Wir können uns über diese 12 Sekunden langen Fensterle in den Alarm navigieren. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Da seht ihr, hier passiert etwas, was ich heute getestet habe. Das seht ihr, das ist nur symbolisch eben, dass der Alarm ausgelöst worden ist. Ihr seht, über dieses grüne Fenster wird angezeigt, was eigentlich das auslösende Objekt gewesen ist. So könnt ihr auch auf dieser Zeitleiste weiter scrollen, nach hinten scrollen, ob irgendwo, irgendwann noch ein weiterer Alarm ist. Und das seht ihr, hier sind noch eine Menge anderer Alarme. Den blende ich euch auch nochmal extern ein. Navigieren wir uns mal auf diesen Bewegungsalarm. Das wird jetzt also von der Micro-SD-Karte gerufen und wird mir jetzt angeboten. Ja, konzentrieren wir uns mal auf den unteren Teil dieser Leiste hier. Hier kann man also diese Zeitrafferaufnahmen organisieren. Hier kann man die Kamera ein- und ausschalten. Und man kann natürlich, das hatte ich euch ja soeben gezeigt, auch in das Fotoalbum navigieren und auf dem Smartphone aufgezeichnete Dinge anschauen. Das war eine kurze Zusammenfassung. Ich habe bewusst nicht erläutert, wie man die Kamera in das Home-Netz holt. Das ist anderswo sehr gut erklärt. Das funktionierte bei mir reibungslos. Das ist also mehr eine kurze Geschichte. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin vollständig zufrieden. Ich habe das Ding jetzt mehrere Tage im Test gehabt. Es ist nicht so eine besondere Security-Kamera, sondern das Spektrum ist viel größer. Aber alle Kriterien einer Security-Kamera werden hier erfüllt, wenngleich es mehr eine ist für den Home-Gebrauch. Also die Kodierung der Aufnahmen auf der Micro-SD, die man einlegen kann, ist nicht vorhanden. Man kann sie entnehmen und dann kann man diese Videos sich bequem auch am PC anschauen. Aber alle anderen Dinge sind gut. Die Bildqualität ist gut, die Auslöseempfindlichkeit ist gut. Wir haben hier eine Zone, die wir konfigurieren können. Das haben nicht alle solche Kameras. Die App funktioniert ausgezeichnet. Die Integration in das Netzwerk ist völlig problemlos gewesen. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, wir haben hier eine Timelapse-Möglichkeit. Ich kann also das Ding auch für wachsende Pflanzen benutzen. Ich habe euch ja so eine Aufnahme eingeblendet. Das ist ein heranziehendes Gewitter in der Nacht gewesen. Apropos Nacht, auch die Nachtsichtempfindlichkeit ist hervorragend, wobei die sehr flexibel ist. Wir haben ja ein
Infrarot CAT Filter drin, da werden die Aufnahmen also auch scharf in Dunkelheit. Also ich kann hier nichts entdecken, was mir nicht gefällt, bis auf diese Tatsache. Von einer Cloud habe ich nichts gefunden, weder in der App noch sonst wo. Es könnte sein, dass der Hersteller diese Cloud überhaupt erst einmal ins Leben rufen soll. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, und wichtig, liebe Freunde, diejenigen, die nichts verpassen wollen, die machen einfach ein Abo auf meinen Kanal und dann werden sie immer von solchen netten Geschichten überrascht.